Ja, hallo meine lieben Freunde meines Facebook-Kanals, ihr Mitstreiter im Rahmen der Naturheilkunde, der Homöopathie, der Leibtherapie, des Schamanismus. Ich möchte mich heute aus akut politischen Gründen mal an euch wenden und ein paar Worte sagen zu dieser großen Diskussion Homöopathie ja und nein und Naturheilkunde und Eigenblut und. Und was mich ja total erschüttert hat, ich habe die Grünen in diesem Land mitbegründet. Ich war ihnen über 30 Jahre zutiefst solidarisch. Sie haben 30 Jahre teilweise gegen mein Portemonnaie meine Zweitstimme gekriegt. Und jetzt erzählt dieser Jugendverband, dass er die biologischste, die natürlichste, die menschenfreundlichste Medizin, die es gibt, von der Rudolf Steiner gesagt hat, Hahnemann hat das Geist hier in der Medizin überhaupt gerettet, die will jetzt dieser Jugendverband, ich könnte fast sagen meiner Partei, abschaffen. Und da muss ich einfach sagen, Kinder, was habt ihr denn für eine Idee von Beweisbarkeit? Ich habe gestern ein ganz, ganz schönes Video gesehen eines Naturwissenschaftlers, der kein Homöopathie-Freak ist, der nur über Beweisbarkeit und Wissenschaftlichkeit sprach. Und der hat über irgendwelche Forschung von Einstein über das Licht gesprochen. Ich hatte ja in Physik immer eine 5. Also irgendwie mit brechenden Lichtwellen oder. Ich kann es leider nicht zitieren. Und dann hat er gesagt, wenn man diese Thesen einem Physiker um 1900 gesagt hätte, hätte der gesagt, das ist alles völliger Blödsinn, das gibt's nicht, das kann nicht sein, etc. etc. Und 50 Jahre später war es Teil der herrschenden Physik, ohne dass die alte Physik völlig verbannt wurde. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal einen Punkt geben wird, wo mit den Beweismethoden der Naturwissenschaft Homöopathie beweisbar ist. Wobei Quantenphysiker lachen sich ja tot über den Vorwurf der Nichtbeweisbarkeit. Und Quantenphysiker haben ganz viele Theorien entwickelt, wo sie homöopathische Wirkung völlig logisch finden. Also diese Sache mit wir sind nicht beweisbar ist für mich ganz, ganz schwer nachvollziehen, wobei ich mich natürlich auf einen meiner Lehrer zurückziehe, den guten Arthur Lutze, der immer wieder sagte, wenn er gefragt wurde, wie wirkt Homöopathie, es ist uns in diesem Leben nicht gegeben zu wissen, sondern zu loben und zu danken. Gut, aber dieses urprotestantische Urgestein, was der Lutze war, das bin ich nun so jetzt nicht, aber ich glaube, dass da ganz viel Weisheit drin ist. Was ich aber den Lauterbachs und auch meinen jungen grünen Freunden, was ich denen einfach mal sagen möchte, ist, ich lade euch ein, setzt euch 2 Tage in meine Praxis, guckt euch an, was mit den Menschen passiert. Herr Lauterbach, Sie sind herzlich mit bei mir willkommen und ich binde mir auch eine Fliege um. Ich liebe nämlich am meisten wirklich an Ihnen Ihre Fliege. Ich finde die sehr schick. Aber kommt doch einfach mal hin. Guckt's euch an. Erlebt, wie die Leute selbst ihre schwersten Symptome loswerden, wo sie vorher 20 Jahre lang in der Schulmedizin war. Und ich hab's doch erlebt. Ich war Physiotherapeut. Ich war total materialistisch eingestellt. Ich war links. Ich wollte einfach eine Volksmedizin, von Homöopathie wusste ich nichts oder habe ich nichts von ihr halten. Und dann ist meine 25-jährige Migräne 3-mal wöchentlich, ich habe Säcke von Schulmedizin genommen, nichts hat geholfen, ist durch eine Gabe eines homöopathischen Mittels Glonuinum D8 geheilt worden. Was wollt ihr mir denn erzählen von Beweisen? Und ich habe inzwischen 1500 solcher Migränekranke. Aber selbst die, und das empfehle ich den Grünen wirklich und auch Herrn Professor Lauterbach, die machen ihnen bestimmt eine Führung. Es gibt ja auch eine Universität in Deutschland, Witten-Herdecke. Die haben ein wissenschaftliches Institut für Arzneimittelforschung. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Forschungsberichte, so ja Doktorarbeiten. Ich will nur eins zitieren. Es gibt eine ganz tolle Forschung über Wasserlinsen, also Entengrütze, kennt ihr ja, wächst auf Seen, die so am Umkippen sind. Und da hat man 2 Bottiche genommen mit Wasserlinse. Man hat sie beide mit arsenischer Tinktur vergiftet.
und beide fingen an zu sterben. Und dann hat man in ein Becken, das haben die in Wittenherdecke gemacht, Arsenicum Album D30 reingemacht. Und dieses Becken erholte sich und die andere Wasserlinse verreckte. Also vielleicht nicht doppelt blind, aber davon gibt es in diesem Institut für Arzneimittelforschung Universität, kein ESO-Club, Wittenherdecke, unbeschreiblich viele Forschungen. Und dann, mein Bruder ist ja Tierarzt und ich schätze Tierärzte unbeschreiblich. A, mein Bruder ist das beste Beispiel dafür, weil sie einfach geniale Anatomen sind und total viel wissen, auch vom Körper, weil sie eben einfach öfter auch in den Körper reingucken, wie die Menschenärzte, ja. Aber ich finde das toll, dass es einen ganzen Beruf gibt, der sich um unsere Menschenbrüder kümmert. Und für mich, und das finde ich eine so tolle Geschichte, ist eine Geschichte aus der Tiermedizin sowas wie, ja, was wollt ihr noch mehr für Beweise haben? Es gab einen anthroposophischen Bauer, Demeter-Qualität, der hat unter total tollen Bedingungen Eier produziert. Super Eier, ja, keine Chemie, nichts. Und irgendwann, ich weiß nicht, wie die Krankheit heißt, wurden die Eierschalen seiner Eier so dünn, dass er die nicht mehr verfrachten konnte. Und der dachte schon, muss er jetzt alle seine Hühner schlachten? Muss der irgendwie neue Hühner kaufen? Und dann kam ein Tierarzt und hat in die Trinkanlage dieses Hühnerhofs Calcium Carbonicum C200 gepackt. Ein Mittel, was für schlechte Nägel gut ist, für schlechte Haut, für dünne Haare, Austernschalenkalk. Nach 3 Tagen hatten die Schalen dieser Hühner wieder so dicke Schalen, dass der Bauer sie verkaufen konnte. Dieser Kollege hat mit 3 Kügelchen nicht nur das Leben von Zehntausenden von Hennen gerettet, er hat wahrscheinlich die Existenz dieses anthroposophischen, menschenfreundlichen Bauern gerettet. Und ich meine, was wollt ihr für Beweise, meine grünen Freunde? Gut, bei Herrn Lauterbach, ich weiß es nicht. Vielleicht ist man einfach nach so viel Schulmedizin indoktriniert. Aber meine grünen Freunde, guckt euch das doch bitte an, bevor ihr die Ersten seid. Und da blutet mir wirklich das Herz. Ihr seid die Ersten, die im Grunde einen Antrag stellen, der letztendlich zur Abschaffung der Homöopathie führen will. Das kann doch nicht sein. Ich kämpfe es mit euch seit 30 Jahren um diese Welt und jetzt fallt ihr mir damit und unserem Berufsstand grüner geht's nicht in den Rücken. Meine lieben grünen Freunde, ich hoffe, dass ihr vielleicht dieses kleine Video seht. Wendet euch an das Arzneiinstitut für Arzneimittelforschung bei der Uni Wittenherdecke, sprecht mit meinem Bruder Arne Krüger, ladet den doch mal ein zu so einem Kongress, den ihr macht über Medizin. Der kann euch zig Beispiele geben und der kann Naturwissenschaft perfekt und Homöopathie. Ich hoffe, es gibt bei meinen grünen Freunden noch Menschen, die ich erreichen kann. Es wäre mir wirklich ein großes Bedürfnis. In dem Sinne, wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir sind besinnungslos vor Hoffnung, wie Wolf Biermann sagte. Venceremos, wir werden siegen, in dem Sinne.